Hallo, ihr Lieben, wenn ihr mein Video zu der Kreativdepot-Bestellung gesehen habt, dann habt ihr auch gesehen, dass ich dieses Häschen, Moment, einmal runterfummeln, dieses Häschen so niedlich finde und ihr auch. Das habe ich gelesen, dass einige von euch auch dieses Häschen toll finden und damit machen wir heute was. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Ich finde das so süß, ich finde das so goldig. Und zwar, ich habe hier alles schon mal nämlich ausgestanzt. Hoppala, jetzt habe ich hier das Häschen schon gegriffen. Da, ich habe mal sechs kleine Häschen ausgestanzt und ihr seht schon, dieses Püschelchen wird auch mit ausgestanzt, ne? Und das blendet ein bisschen. Und habe einfach die Püschelchen mal getauscht untereinander, ne? Weil ich mir dachte, oh, ist doch ganz süß, wenn die verschiedene Puschel haben. Also ich habe grün mit gelb getauscht, rot mit rosa und grün mit lila. Und die werden wir dann auch erhöht kleben, damit der Puschel ein bisschen rauskommt. Ihr könnt natürlich auch, die Idee hatte ich auch gehabt, den Puschel nochmal zum Beispiel in einer anderen neutralen Farbe ausstanzen und den aufkleben. Geht auch. So, würde ich sagen, wir kleben das nämlich schon mal auf die auch vorgefertigten kleinen Schniepel hier, diese, ne, mit diesem bestickten Rand. Ich habe die aus ganz normalen gepunkteten Designerpapier ausgestanzt. Und jetzt kommen die auf dieses hellbraun. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das noch Savanne ist. Ich habe komischerweise noch ein Stück gefunden. Ach, ich sehe bei meinen ganzen Bastelutensilien nicht mehr durch, was das Papier angeht. Da habe ich so eine Unordnung drin und weiß auch nicht, wie ich dem Herre werde. So, und ich wollte jetzt mal gucken, ob ich den Hasi so aufsetze oder auch erhöht. Aber ich glaube, ich setze den so auf. Und die Öhrchen gucken dann oben drüber. Das ist ganz süß. Und danach, wie ich mir das dann lege, danach schneide ich dann erst den Rest zusammen. Weil ich kann jetzt vorher nicht bestimmen, wie groß das dann wird. Ja, zum Beispiel der Unterleger oder die Mattung, die dann noch drunter kommen. Warum habe ich denn jetzt hier oben Kleber ran gemacht? Weil da wollte ich auch nochmal Designerpapier verwenden. Und da bin ich mir auch noch nicht sicher. Ach, das ist schwierig. Entweder Blumen oder keine Blumen. Oder bunt. Weil die Karte soll schön bunt sein. Ist ja Ostern nächste Woche, ne? Einigen fehlt vielleicht noch eine Karte. Das ist eine gute Idee. Wenn man das Häschen das nutzen möchte und eventuell noch nicht weiß, wie. So, hoppala. Ah, ach, ich wieder Schussel. So, da werde ich mal. Da werde ich mal jetzt alle Häschen hier aufkleben. Ich setze die mir so über den Rand so ein bisschen, ne? Also so auf dieses Bestickte drauf. So, zeige euch das mal. So, ne? So, okay. Und dann nehme ich mir die Püschelchen und setze mir die dann hoch mit meinen kleinen 3D-Puppen. Ich wurde gerade gefragt, weiß ich gar nicht, ob der Kommentar von heute ist, wie die sind. Bombe. Spitzenmäßig. Kann ich euch nur empfehlen. Auch von Kreativdepot werde ich euch unten nochmal verlinken. Da gibt es einmal die großen, einmal die kleinen. Ich glaube, dann gibt es die nochmal in rund. Ich bestelle mir die immer so. Ich finde die spitzenmäßig. Die kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Genau. Ich klebe mal schnell die Hasis. So, Hasis sind geklebt. Jetzt kommen die Püschelchen. Da setze ich mir hier einfach so ein klein, einfach in die Mitte hier rein. Hoppala. Und hau mir die dann. Ich hoffe, die sind jetzt nicht zu groß. Also jetzt passen sie gerade wunderbar hier rein. Müssen wir gleich mal gucken. Ob man die dann zu sehr sieht. Eigentlich dürfte man es nicht. Aber ja, manchmal ist Überraschung, ne? Da sieht man es dann doch. So, kommt die Sonne jetzt ein Stückchen raus? Natürlich auch schön. So. Oh, ich muss nur mal hochkrempeln. Also, ich fummel die mal ab. Was habe ich mir jetzt gedacht? Was habe ich gesagt vorhin? Ach doch, ja. Ich habe gerade überlegt, welche Farben habe ich jetzt nochmal getauscht. Aber das ist nicht so schwer. Also, ich hatte auch gedacht, von wegen, oh, man kann die umdrehen, ist ja Quatsch. Ne? Wenn die so gestanzt sind, kann ich die nicht umdrehen, dann passen die da nicht mehr rein. Kann man auch machen, dann guckt da vielleicht die andere Farbe unten drunter durch. Wäre jetzt auch nicht so tragisch, ne? So, ich nehme mir mal einen rot gepunkteten, nehme mir mal den rosa Hasen. Und guck mal, wie rum das denn überhaupt muss. So. So muss es. Und dann einfach. Einfach, ne? Und dann macht es sich wieder schwer.
So. Oh, ist er nicht süß? Guck mal, ist er nicht süß? Oh, ich finde die Hasen so nicht. Oh, so süß. Einfach nur goldig. Ihr wisst ja, ich hatte ja mal einen Hasen. Ich finde die so süß. Und von hinten. Ah. Habe ich ja sogar im anderen Video gesagt. Das kann sogar ich zeichnen. Ein Hasi von hinten. Für die, die mich nicht so lange kennen, ich kann halt nicht zeichnen. Kann es nicht. Ah, sieht immer aus wie bei einer Sechsjährigen. Ganz schlimm. So. Dann klebe ich mal die Puschels auf. So, hat sie fertig. Und ich hoffe, ihr wart jetzt nicht die ganze Zeit unscharf. Jetzt können wir das Ganze mal ausmessen. Ich wollte. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich die hingelegt hatte. Ma. Oh, Schreck, lass nach. Ich glaube so, ne? So ungefähr, glaube ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann ich ja nicht immer noch mal. Aber ich wollte es mal ausmessen. Also, so sollen sie dann liegen auf der Karte. Ja. Und dann nehme ich jetzt einfach mal ein Lineal und schau mal, wie breit das denn ist. 6,5, so ungefähr. 10. Mit Hasenohren 10,5. Gut. Gut, dann werde ich jetzt einfach mal ein Stück Weiß zurechtschneiden in 8x12. Das dürfte ja hoffentlich gehen. Kartenrohling kann ich eigentlich auch schon gleich zurechtschneiden. Der ist wie immer. Ne, das wisst ihr ja. Wenn nicht, wenn ihr es nicht wisst, einfach unten in die Infobox gucken. Da schreibe ich euch ja immer alles rein. Jetzt wollte ich gerade 10,5 abschneiden. Nein, das ist falsch. 14,5. Also, das ist der Kartenrolling. So, und jetzt schneide ich mir 8x12 zurecht. Dürfte eigentlich gut sein. Ich habe jetzt nicht so viel dazu gemacht. Und darunter, machen wir gleich, darunter wollte ich ja dann noch Designerpapier machen. Und da kann ich mich nicht entscheiden. Und da wäre ja so ein Livestream wieder so schön, wo ich mit euch reden kann und euch fragen könnte. Aber ein Livestream mit unserer Leitung geht das nicht. Das geht, nee, das geht so gar nicht. Das ist so ein bisschen schade. Ja. Da müsste ich halt mal gucken. Aber ist ja nicht schlimm. Na, jeder hat ja so seins und wenn ihr mir dann schreibt, Mona, ich hätte das andere genommen, auch in Ordnung. Zur Not. Man kann ja alles 3, 4, 5 Mal basteln oder mehr. Ja. Großfamilie. Da könnte man so einiges machen. So. Also, Kartenrolling. Jetzt gucken wir nochmal. Immer lieber nochmal kontrollieren. Aha, okay. Da ist gar nicht mehr so viel Platz. Ich wollte jetzt die Karte auch nicht so groß machen. Zur Not schneide ich auch nochmal das Weiß ein bisschen kleiner. Weil, wie gesagt, ich wollte da unbedingt noch Papier drunter packen. So, einen Spruch müssen wir dann auch noch machen. Der fehlt ja dann auch noch. Aha, guck mal, guck mal. Das ist sogar zu groß, finde ich. Gut, manche sagen jetzt wieder was anderes, aber mir erscheint es zu groß, wenn ich das so komprimiert. Wo habe ich denn dieses Wort auf einmal her? Ich benutze das zurzeit so oft. Irgendwelche Videos gesehen, wo das vorkommt? Vielleicht. Ich müsste fast irgendwie. Eine Idee wäre auch mal so, wie Uwe von Little Al das macht, eine Gesichtskamera hinzustellen. Dann könnt ihr mal sehen, was ich währenddessen für Grimassen mache. Ich habe generell eine Gesichtsmimik vom Feinsten, aber ja, guck mal, ich finde das hier zu viel. Na, hier ist ein ganzes Stück, das muss da gar nicht sein. Und ich würde hier eventuell auch nochmal was wegnehmen. Eventuell. Eigentlich fast gar nicht. Nee, an den Seiten finde ich es eigentlich gut passend. Aber hier ist mir zu Fülle. Nochmal da so 7 mm weg. Und dann kann ich eigentlich auch schon das andere zurechtschneiden. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich meine. Wo sind hier 7 mm? Hier ist die 1. Dort. Welches Papier ich meine. Auch was Neues. Ich glaube, nee, das ist nicht neu. Das nicht, aber die beiden.
Aha, wunderschön. Guck mal, diese Blätter. Ich finde, das ist auch so ein bisschen aquarellig. So ein bisschen, oder? Könnte man denken. Entschuldigung, wenn es jetzt dunkel wird, aber meine Kamera spielt immer verrückt, wenn irgendwas Helles reinkommt. Oder diese Blumen. Aber von den Blumen sieht man, glaube ich, nicht viel, ne? Das müsste man wahrscheinlich für ein größeres Projekt nutzen. Oh, da sind sogar Schmetterlinge drauf. Ha! Ja, also da kann ich mich gerade nicht entscheiden. Ich war so ein bisschen verguckt in dieses hier, weil ich es ja bunt haben wollte. Man müsste es fast testen. Und wisst ihr, wie ich das immer teste? Ich lege mir das hin und lege das drauf und lege mir das alles drüber. Und dann denke ich mir, ja, das ist schön. Und ich denke mir auch gerade wieder, ja, das ist schön. Aber wenn ich jetzt das hinlege, ja, ist das auch schön, weil es ist schlichter dadurch. Also ich würde es fast an denjenigen anpassen, an den ich das schicken würde. Ja. Je nachdem, wie man es denn gern hätte. Etwas schlichter oder etwas knalliger. Aber ich würde jetzt wirklich zu diesen bunten tendieren, weil Ostern. Ostern bunt, obwohl das ist auch, für mich ist das auch Frühling und Ostern. Ne, sowas. Ich versuche mich gerade irgendwie zu rechtfertigen. Meine Güte, nein, das so fertig. Oh, Mona. Ja, Selbstgespräche müssen auch manchmal sein. So, was habe ich jetzt? Achtmal. 8 mal 11,2 so ungefähr. Okay. Dann machen wir das. Ui. Ich mache jetzt mal 10 mal 14. Schauen wir uns das mal an. Ich nehme mal das. Ich nehme mal die Seite hier, weil hier ist gleich mehr. 10 mal 14. Seite nehme ich. Ich gucke wegen der Farbe. Falls sich jetzt einer fragt, was ich da mache. Ich gucke wegen den Farben. So, nehmen wir 10 mal 14. Okay, dann schauen wir jetzt mal, wie es aussieht. Hoppala. Also, einmal Kartenrolling, einmal das wunderschöne Designerpapier. Ich hoffe, ich kriege das mit den Aquarellfarben auch so schön hin. Oh ja, guckt mal, ist das schön. Oh ja, das gefällt mir gut. Das machen wir so. Ja. Oh ja. Diese Freude, wenn was gelingt. Und ich denke, ich werde heute mal den Spruch, ihr wisst ja, ich stempel gerne, embosse gerne weißen Spruch auf schwarzen Hintergrund. Finde ich schick. Passt bei dem auch gut, weil ja alles schon so knallt. Und da kann man das so ein bisschen mit diesem Schwarzen dann so ein bisschen, ne, ihr wisst. Oh. Und ich habe mir ja mitbestellt dieses hier. Und hatte das schon mal getestet und erste Sahne. Und ich probiere es heute, ja, ich habe es nicht auf Schwarz getestet, das war so mein Problem. Aber das will ich heute versuchen. Und zwar nicht embossen, sondern weiß stempeln auf Schwarz. Und da bin ich gespannt drauf, ob das so schön wird. So, ein bisschen wenig Kleber genommen hier, das Gefühl. Weil das ist ja manchmal eine Erleichterung. Wenn man mal keine Lust hat zum Embossen oder vielleicht auch nicht den Tag hat, wie so oft manchmal ich, dann stempelt man das einfach. So, jetzt nochmal die Anordnung. Wie hat man es denn? Ich glaube, so war die Anordnung. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich hoffe, ich kriege das jetzt so hin, dass die ungefähr alle den gleichen Abstand haben. Ja, gut, ich könnte auch jetzt anderen Kleber benutzen, wo ich das dann nochmal entfernen könnte, aber hey. Nö. Einfach nö. Warum? Einfach mal, wenn es schwierig geht, ne? Jetzt habe ich doch ein bisschen mehr Platz dazwischen. Ja, das wird schon irgendwie gehen, denke ich. So, und da ich ja den Abstand hier nicht weiß, mache ich es jetzt doch ein bisschen mir einfach. Wenn man das überhaupt so nennen kann. Ich mache jetzt nämlich unten weiter, statt in der Mitte. Weil hier weiß ich ja schon den Abstand, bloß in der Mitte nicht. Ja. So. Dann kann ich die ja in der Mitte ja anpassen. So.
So, wenn euch das zu weit auseinander ist, dann könnt ihr natürlich auch ein bisschen näher zusammensetzen, dann das Weiß noch ein bisschen kleiner machen. Aber ich finde das schon gut so. Das setze ich mir jetzt noch hoch, weil ich das ganz hübsch finde. Und diesmal wieder nicht zu wenig nehmen. Ich hatte jetzt wieder eine Karte gehabt, da habe ich mich an mein eigenes nicht dran gehalten und es hing dann durch. Es ist nicht so schön. So. Lieber zu viel als zu wenig. Ich ärgere mich dann immer nur. So, und hier. Da schneide ich mir die sogar noch durch. Oh, hätte ich jetzt mit allen machen können, ein bisschen zu sparen, aber na gut. Manchmal kommt einem der Gedanke etwas spät. Denke, da bin ich nicht die Einzige. So, jetzt hoffentlich mittig und gerade. Oh, ich pop's ja nicht gleich fest, sondern ich lege es immer erst auf und dann hebe ich es mir an und dann gucke ich. Guck mal, ihr könnt das sogar jetzt auch so lassen, wenn ihr möchtet. Ihr müsst noch nicht mal einen Spruch drauf machen, weil ich denke, man erkennt, für was das sein soll. Aber ich mache noch einen drauf, weil ich ja auch unbedingt dieses Stempelkissen ausprobieren möchte. Und wo ist jetzt mein Schwarz? Ach, hier. Ein bisschen schmuddelig noch von meinem Bossen, aber egal. Hauptsache ein schwarzer Rest. Ja, schwarz ist bei mir echt ein hoher Verbrauch. Schwarz und weiß, komischerweise. Ja, gut, okay. Ich mache viel mit weiß, ne? Man hätte auch, sehe ich gerade, man hätte auch den Kartenrolling in einer anderen Farbe machen können. Das hätte bestimmt auch gut ausgesehen. Na, ärgere ich mich ein bisschen. Egal, macht nichts. Ich kann mich mal wieder nicht entscheiden. Knullige Ostergrüße oder frohe Ostern? Ich denke mal, knullige Ostergrüße ist ganz gut. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Egal. Knullige Ostergrüße, wo sind sie denn? Hier. Das passt, ne? Wenn ich dann meiner Mama das zum Beispiel schicke, ja. Ah, so, ich werde die Stempelhilfe nehmen, weil ich ja nicht weiß, wie. Ha, komm hier, komm hier. Wie das Stempelkissen ist. So. Einmal dieses und jenes. Voilà. Hier nochmal eins zur Sicherung. Also. Ich lege die auch schön dicht beieinander. Die haben eigentlich immer einen super, super Abstand, wenn man die nah beieinander legt. Ich lege es jetzt mal hier in mittig. So. Und jetzt gucken wir mal, wie dieses Stempelkissen so ist. Oh, ist das schön weiß. Guckt mal. Oh, ist das schön. Ui, 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 ui. Ich freue mich, wenn was funktioniert. Auf Anhieb. Ah, klasse. Ich mache noch mal, weil hier unten fehlt mir ein bisschen was. Kann auch ein Katzenhaar sein, so wie es aussah. Oh, ist das schön. Ist da wirklich ein Katzenhaar? Ach nee, Schnucki, du bist überall. Oder habe ich da reingeschnitten? Ich hab da reingeschnitten. Oh, Mona. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Hier oben, der Schlitz geht bis. Ja, shit. Okay, ich brauche ein neues Stück Schwarz. Aha, gefunden. So. Mal gucken. Ja, so weit oben auch wieder nicht. Ja. Das war schief gelegt. Was ist denn das für ein Schwarz? Das muss irgendein anderes Schwarz sein, nicht von Faltkarten. Sieht komisch aus. Egal, ist schwarz. Gibt auch noch andere günstigere Papiere hier rumliegen, die nutze ich dann auch ab und an. Wenn mir zum Beispiel eine Farbe ausgeht, dann gucke ich immer da rein. Ich bestelle nicht immer gleich, sondern will ja auch irgendwann mal alles aufbrauchen. So. Oh, ist das schön. Ich hoffe, das trocknet schnell. Guckt mal. Also, das ist ja klasse. Das ist so saftig. Hero Arts Pigment Ink.
Unicorn nennt sich das übrigens, ne? Aber es ist weiß. Wahnsinn. Richtig, richtig gut. Schaut mal. Das ist doch klasse. Das ist mal ein gutes Ergebnis. Ein sehr gutes Ergebnis. Da ist es. Knuddelige Ostergrüße. Und ich habe gerade gesehen, das passt hier wunderbar unten drunter. Schaut mal. Klasse, oder? Ich wollte es eigentlich nämlich hier hin machen, aber nö. Das, irgendwie sieht das besser aus, wenn man das dahin packt. Wunderbar. Also kommt das einmal in die Mitte. Schwupp, schwupp. Wie lernt man gerade schneiden? Gibt's eine Anleitung für, wie schneide ich gerade? Also ich und gerade schneiden. Also wir werden irgendwie keine Freunde. Oh, aha. Das ist noch ein bisschen weiß. Also ich habe weißes Pigment am Finger. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch nicht ganz trocken ist. Wahrscheinlich. Aber es geht noch. Es geht noch. Also ich habe es jetzt nicht verwischt. Ah, seht ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber okay, das muss wahrscheinlich noch ein bisschen trocknen. So. Und weil ich Mona bin. Ha, das ist auch das Neue, was ich da mitbestellt habe. Dieses Cloud9. Das ist von den Dream Drops. Und ich dachte mir, wir hauen jetzt einfach mal jedem Hasen so ein Ding auf den Arsch. Also auf den. Einfach mal. Oben rechts in die Ecke haue ich jetzt jedem so ein kleines Ding auf den Po. Ich habe Spaß. So. Ich hätte es auch auf ein Ohr machen können, aber nö. Ich wollte, dass das auf dem Po ist. Ihr Lieben, wir haben fertig. Meine Güte, das hat Spaß gemacht. Hey. So, schaut mal. Ich finde die geil, weil, weiß ich nicht, weil sie bunt ist, weil sie Ostern schreit. Ich find die zuckersüß irgendwie. Man hätte auch dieses Papier in einer anderen Farbe machen können. Vielleicht in einem Pastellton. Aber ja, dadurch kommt es eigentlich nochmal mehr raus, finde ich. Ne? Knuddelige Ostergrüße. Wunderbar. Schnell gemacht. Schnell ausgestanzt, das Häschen. Dieses Haselein. Ah, ich finde das so süß. Oh, hoppala. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben da. Und ihr könnt auch jederzeit kostenlos abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ansonsten, wie immer, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!